Ihr Lieben, hallo aus der Backstube. Bei mir steht heute Säbelfechter Matjas Szabo. Hi. Hallo, guten Morgen. Matjas, erklär doch mal ganz kurz, was ist der grundlegende Unterschied zwischen Säbel, Degen und Florett? Naja, es sind für mich eigentlich drei verschiedene Sportarten. Ne? Also wir haben verschiedene Trefferflächen, die Waffen sind komplett unterschiedlich und die Taktik und die Technik generell sind komplett verschiedene Sportarten eigentlich. Wenn man ein besonders guter Fechter werden möchte, was muss man denn da mitbringen? Welche besonderen Fähigkeiten braucht man? Ich glaube, da gibt es jetzt nichts Spezielles. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein guter Fechter einen guten Mix aus allem, also eine gute Technik braucht man. Man muss schnell sein, muss recht clever sein. Also das ist auf jeden Fall alles irgendwo wichtig. Deine Eltern waren ja auch beide Fechter. Hast du das schon mit in die Wiege gelegt bekommen? War das klar von Anfang an, dass du auch die Laufbahn gehen wirst? Nee, gar nicht. Also meine Mutter hat, ich glaube, da war ich 12 oder so, ist sie auch zu mir gekommen und meinte, hast du eigentlich nicht mal Bock, irgendwie auch Tennis zu spielen oder so? Und ich habe ja klar, cool, 3 Jahre, 4 Jahre Tennis gespielt. Ich hatte auch Fußballtraining viel. Also ich habe eigentlich alles gerne gemacht und meinen Eltern war das eigentlich egal, ob ich jetzt Fechter werde oder nicht. Also mein Bruder ist jetzt 11 und er spielt zum Beispiel Handball, der hat gar keinen Bock auf Fechten. Das heißt, du bist also relativ vielseitig. Du machst auch Yoga, stimmt das? Ja, das ist richtig. Ich mache 2-mal die Woche Yoga. Warum? Ich denke, Yoga ist einfach ein netter Ausgleich. Man kommt super runter, macht total viel Spaß. Ich mache das sehr gerne. Das ist jetzt erst seit Neuestem. Ich glaube, ich werde es auch jetzt die nächsten 4 Jahre bis Tokio weitermachen. Bist du gelenkig? Kommst du in den Spagat? Jetzt nicht, aber ab und zu komme ich mal in den Spagat. Wie lange hast du gebraucht, bis du das erste Mal geschafft hast? Gar nicht. Also das habe ich sogar vom Yoga gekonnt. Also das war, ich habe das ab und zu beim Fechten, kommt das so, dass ich hinten aus der Bahn rausrutsche, wenn ich mit einem Bein noch drinne bin. Und dann rutsche ich aus Versehen manchmal in den Spagat. Du bist also vielseitig und fit. Machst du außer dem vielen Training noch was anderes für deine Fitness, fürs Fechten? Hast du zum Beispiel einen bestimmten Ernährungsplan? Ich muss gestehen, gar nicht. Also ich esse eigentlich alles, was ich möchte. Unser Trainer oder mein Vater hat eigentlich nichts Bestimmtes gesagt, worauf wir achten müssen. Aber natürlich versuche ich, mich da recht ordentlich zu ernähren, viele gesunde Sachen. Man muss einen guten Ausgleich finden, nicht zu viel Blödsinn, aber jetzt nach Olympia auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Blödsinn? Auf jeden Fall. Was ist denn so der liebste Blödsinn, der bei dir auf den Teller kommt und was ist das, was überhaupt nicht geht? Ich liebe einen richtig, richtig guten Burger. Also es geht nichts darüber. Und was gar nicht auf den Teller kommt, gibt es eigentlich gar nicht. Also ich esse alles total gerne, von daher. Kochst du auch selbst gerne oder lässt du dich dann eher bekochen? Ich muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit nicht viel gekocht, weil ich wenig Zeit hatte. Aber ich koche total gerne. Also wenn ich Zeit habe und auch richtig Lust darauf, dann mache ich auch gerne selbst was. Matjas, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt noch ein paar Tage da. Hast du noch irgendwas vor, was du auf jeden Fall sehen musst in Rio? Ich habe die ganzen Sehenswürdigkeiten zum Glück schon alle abgehandelt im April. Wir hatten eine Team-WM, da haben wir schon alles angeschaut, weil wir schon gedacht haben, jetzt wird es ein bisschen voller hier. Das heißt, ich werde mich hauptsächlich auf die Sportarten konzentrieren, werde hier öfters mal im Deutschen Haus vorbeischauen und noch ein bisschen die Zeit genießen. Zeit genießen machen wir auch. Bis morgen sehen wir uns wieder.